Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videotutorial. Ich bin Nadine von Nadine Kreativ und unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin. In dem heutigen Video möchte ich dir sehr gerne zeigen, wie du ein ganz schnelles, einfaches Osterkörbchen basteln kannst. Hierfür habe ich im Endeffekt eigentlich nur Farbkarton verwendet, aus Designpapier ein Osterei ausgestanzt, ein bisschen Ostergras reingemacht. Ich werde jetzt hier gleich noch schöne Ostern drauf embossen, um einfach noch ein bisschen speziellen Effekt zu haben, aber ansonsten ist das wirklich ganz schnell und einfach gemacht und das möchte ich dir jetzt sehr gerne zeigen. Die Materialliste findest du auf meiner Seite nadinekreativ.de unter den Anleitungen und wenn dir die hier verwendeten Materialien oder auch andere aktuelle Materialien von Stampin' Up! Gefallen, kannst du sie sehr gerne über mich bestellen. Dazu kannst du mich entweder kontaktieren oder direkt im Online-Shop selbst bestellen und wenn du den Online-Shop auswählst, dann freue ich mich sehr, wenn du den aktuell gültigen Demonstrator-Code eingibst. Als kleines Dankeschön schicke ich dir dann im Folgemonat eine kleine Überraschung zu. Meinen jeweils aktuell gültigen Demonstrator-Code findest du auf meiner Seite nadinekreativ.de, jeweils in der Sidebar ganz unten. So, damit soll es jetzt auch eigentlich direkt losgehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuschauen mit bzw. Nachbasteln. Und wie gesagt, eigentlich brauchst du gar nicht viele Materialien. Das ist jetzt hier einmal Farbkarton in grünem Apfel gewesen. Ich möchte heute gerne in Gartengrün arbeiten, aber ansonsten sieht das sehr ähnlich aus. Wir brauchen also zunächst den Farbkarton in Gartengrün. Ich habe die Maße so angefertigt, dass einerseits hier das Ei super auf die Box passt von der Breite her und andererseits du aus einem DIN A4 Bogen gleich zwei dieser Körbchen basteln kannst. Das heißt, ich schneide mir jetzt einmal den DIN A4 Bogen zu 14,8 mal 14,8 cm zurecht. Brauche dann später für den Henkel noch ebenfalls 14,8 mal 2 cm. Und dann nehme ich mir für das Körbchen selbst noch einmal den 14,8 mal 14,8 cm Bogen hervor und falze mir ringsherum bei 4 cm. So, dann brauchen wir eigentlich das Falz- und Schneidebrett nicht mehr. Ich falze einmal alle Kanten nach. Nehme mir danach die Papierschere und schneide jeweils die gegenüberliegenden Kanten zu Klebelaschen ein. Ja, also einmal gerade an der längeren Kante, dann leicht angeschrägt für die Klebelasche und das auf beiden Seiten. So, dann können wir das Körbchen soweit auch eigentlich schon zusammenkleben. Dafür nehme ich wiederum den Flüssigkleber. Und zwar hast du hier jetzt einen minimalen Überlapp an diesen beiden Flügeln. Den finde ich jetzt gar nicht mal so unpraktisch an der Stelle, denn dadurch können wir gleich das Körbchen ein bisschen stabiler machen. Das heißt, ich mache jetzt hier einen kleinen Klebestreifen oder Klebeklecks an die Kante und justiere dann
hier mit der Breite den Abstand der beiden Teile zueinander. Ups. Und lass das dann einfach nur einen kurzen Moment trocknen. Ich klebe noch nicht die lange Seite an, die ist gleich einmal vorweg, denn da wollen wir gleich den Henkel noch dazwischen tun. So. Das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite auch. Dann können wir uns eigentlich auch schon den Henkel nehmen und den kannst du dir entweder so über den Finger oder über den Papierfalter so ein bisschen auch schon wölben. Und dann direkt hier ankleben oder aber, so wie ich es jetzt mache, weil ich finde, dass das sonst fast ein bisschen zu einfach ist, zeige ich dir noch eine Sache, die du jetzt zusätzlich machen kannst. Und zwar, wie gesagt, möchte ich gerne hier noch schöne Ostern drauf embossen. Ich habe ja hier dieses Designpapier mit den goldenen Applikationen verwendet. Das heißt, ich werde auch jetzt in Gold embossen. Und das Ei kommt aus dem Produktpaket Originelle Ostereier. Ja, das hat hier diese Stanzform und dazu gibt es auch diese schönen Stempel und darunter auch das schöne Ostern. So, dazu brauche ich dann des Weiteren einmal mein Embossing-Zubehör. Das ist einmal die Versamark-Tinte, der Embossing-Buddy, mit dem ich einmal hier so drüber streiche. Das Embossing-Pulver in Gold und meine zusätzlichen Materialien, sofern ich sie dann benötige, gleich zum Embossen selbst. Des Weiteren benötige ich einen Stempelblock. Hier habe ich jetzt den C-Block einfach mal genommen. So leicht schräg drauf passt das ganz gut. Ich gucke noch mal ganz kurz von der Größe, ob das auch so passt, wie ich mir das vorstelle. Aber das sieht ganz gut aus. Das heißt, ich nehme hier jetzt einfach die Versamark-Tinte vor, stempel dort hinein und stempel dann etwa mittig auf diesen Streifen einmal ab. Du kannst es vielleicht schon ein bisschen erkennen. Hier steht jetzt schöne Ostern. Darüber streue ich mir recht großzügig das goldene Embossingpulver. Alles, was wir nicht benötigen, können wir gleich wieder zurück in die Dose schütten. So. Und damit ich mir jetzt die Finger nicht verbrenne, finde ich sehr praktisch, dass es eine Pinzette gibt. Und dann embosse ich mit dem Heißluftföhn einmal den Spruch. So, das war es dann auch schon mit dem Embossen. Weiter geht es jetzt mit dem Körbchen. Das ist wie gesagt unser Henkel. Ich brauche jetzt nur ein ganz bisschen Kleber auf den beiden Seiten. Und zwar klebe ich mir den jetzt, wie gesagt, hier zwischen die beiden Schichten, die wir gleich noch zusammenkleben werden. Daher zunächst ein bisschen auf die Innenseiten. Und dann möglichst mittig das Körbchen treffen.
Ja, ich habe das jetzt hier, ich würde mal sagen, so schätzungsweise 1 Zentimeter tief ungefähr. Auf der anderen Seite genauso. Ich schaue so ein bisschen von außen und innen, ob der Abstand vom Henkelrand quasi zur ja, Kante der Klebelasche innen und außen etwa gleich ist. Dann kann ich mir einigermaßen sicher sein, dass ich hier ganz gut die Mitte getroffen habe. Und muss das hier eigentlich nur noch zukleben. Und auch das wiederhole ich auf der anderen Seite. So, dann ist eigentlich das Grundkörbchen schon fertig. Das war jetzt gar nicht aufwendig. Und zur Dekoration habe ich, wie gesagt, hier noch diese aufgebrochenen Eierschalen quasi draufgepackt. Ich habe mir gedacht, so was passt halt gut zum Osterei bzw. zum Ei. Natürlich diese Vanille pur, quasi Eierschalenfarben in der Hinsicht. Kannst natürlich auch ein knallbuntes Osterei machen, wie du gerne möchtest. Und hierfür habe ich das wunderschöne, besondere Designpapier Glanzvolle Natur ausgesucht, das es exklusiv online gibt. Das heißt also, du findest es in keinem Katalog, sondern nur online. Und das stampinup.de. Und du hast hier entweder Kupfer oder Silber auf Weiß, beziehungsweise Gold auf Vanille pur. Und wie gesagt, ich fand halt zum Thema Eierschale tatsächlich eher dieses Vanille pur sehr passend. Und stanze mir nun einmal mit den Stanzformen zu dem Produktpaket originelle Ostereier wieder das größte Ei aus und nehme zudem noch diese gezackte Abschlusskante. Mach das diesmal wieder mit der kleinen Stanzmaschine. Habe hier noch so einen schönen Bogen Designpapier, den ich dafür verwenden kann. Und zwar muss ich mir den natürlich erst wieder einigermaßen zurechtschneiden. So, das sind jetzt zweimal etwa 7,5 cm in der Breite. Und bei der Höhe bist du sogar ein bisschen variabel. Dadurch, dass wir hier oben eh was wegstanzen werden, musst du gar nicht das komplette Ei ausstanzen, sondern es genügt auch, wenn du nur so den unteren Teil ausstanzt. Das mache ich jetzt einfach mal. Kannst du natürlich hier überlegen, ne? Was möchtest du gerne auf dem Ei noch zu sehen haben. Na, ich drehe mir die jetzt diesmal mal so rum. Das ist dann vielleicht doch leichter für mich. Und das mache ich mit dem zweiten Stück auch noch einmal. Dann kann die Eiform einmal beiseite und weiter geht es mit dieser gezackten Abschlusskante. Ich gucke wieder, dass ich einen einigermaßen schönen Abschluss vielleicht finde. Rechts und links.
eine Ei fertig und mache das für die andere Seite auch. Du kannst natürlich auch nur auf der Vorderseite dekorieren, wenn du möchtest. Oder eben auch einfach auf beiden Seiten. So, dann kleben wir eigentlich nur noch die beiden Eihälften auf. Und zwar so, dass du möglichst rechts und links gut ja, den gerade so die Körbchenkante verdeckst und unten eben nicht über den Rand hinauskommst. Das sollte jetzt auch nicht zu hoch sein. Also ich versuche das genau jetzt auf der Kante zu machen. Du kannst es dann auch zum Kleben dann einmal runterstellen. Vielleicht hilft dir das. Ich klebe jetzt also, ja, ich weiß gar nicht, muss mal ein bisschen gucken jetzt, wie weit mit dem Kleber ein. Und dann ist das schön hier, dass du das wieder so ein bisschen justieren kannst. So lange, bis der Kleber ein bisschen angetrocknet ist, kannst du noch alles hin und her schieben. So. Das andere Ei auf der Rückseite klebe ich genauso fest. So, da fehlt mir eigentlich nur noch ein bisschen Ostergras. Das ich mir hier so einstecke. Und dann nehme ich jetzt einfach mal gerade die Utensilien aus dem anderen Körbchen und stecke sie hier ein, damit du dir das vielleicht auch bei diesem Ei ein bisschen vorstellen kannst, wie das am Ende aussieht. So. Genau, jetzt hast du hier genau das Körbchen in Gartengrün mit dem hübschen Ei vorne drauf. Oben den Spruch, schöne Ostern. Neben dem Ostergras jetzt drin ein paar Naschereien. Wie gesagt, hier ist es ein Überraschungsei und ein kleiner Schokohase. Wie du siehst, super schnell gemacht. Kannst du natürlich auch noch mit Blümchen oder irgendwas anderem weiter verzieren. Oder einem Bändchen. Ich hoffe, du hattest viel Spaß mit dem heutigen Video, sei es beim Zuschauen, mit oder nachbasteln. Wenn dem so ist, dann freue ich mich sehr, wenn du mir ein Däumchen nach oben gibst oder gar unter meinem Video entsprechend kommentierst. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast und kein Video mehr verpassen möchtest, dann klicke doch abonnieren und aktiviere die Glocke. Weitere Beiträge von mir findest du auf meinem YouTube-Kanal Nadine Kreativ, auf meiner Webseite nadinekreativ.de, aber auch auf Instagram und Pinterest unter Nadine Kreativ. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auch bei dem nächsten Video wieder dabei bist und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, deine Nadine Kreativ. Tschüss!